Hallo zusammen. Kurzes Video bezüglich der Frauenboost-Tour. Ersten Blick. Ich meine, einen zweiten wird es gar nicht geben, weil es nicht nötig ist, erstens. Und zweitens, weil sie ja so, wie sie geplant war, ohnehin schon zu Ende ist. Denn ja, heute hat sich ja Miriam schon von zu Hause wieder gemeldet und hat ja gemeint, die Frauen, weil sie ein Frauen Boost-Tour ist, sollen Frauen rotieren. Naja, angekündigt war das anders. Angekündigt war es, dass sie und Eva 4 Wochen lang durch Deutschland touren und dabei 50 Städte besuchen. So hat sie es ihm gesagt. Aber naja, nach 3 Tagen ist der Zauber scheinbar vorbei. Die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so, oder das Publikum, die Publikumsstärke nicht so groß, wird verschiedene Gründe haben. In jedem Fall kann man doch wieder die Beständigkeit von den Ganzen sehen. Gut, was heißt denn erster Blick drauf? Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Da gibt es ja die Stream bei den. Wie heißt der Mann mit dem roten Shirt? Stefan Berger, glaube ich, heißt er. Und da habe auch ich einmal kurz reingeschaut. Und interessant war Dresden zum Beispiel. Da sollten sie ja, wollten sie die Hymne singen, aber keiner konnte sie singen. Die Superpatriotin Miriam Hopp kannte den Text nicht. Und die Eva Rosen, die hatte plötzlich, was sie heißer, sie konnte nicht singen, obwohl sie die ganze Zeit Ansprachen gehalten hat. Und am selben Tag noch, beim nächsten Stopp, 3 Weihnachtslieder singen konnte wie ein Lerchen. Also sowas wie eine wundersame Heilung innerhalb von 2 Stunden oder sowas, dass wieder die volle Singkraft da war. Also ich würde sagen, das ist wirklich selbstbezeichnend. Dazu gibt es auch einen Artikel. Und zwar, Moment, hier. Pressekopf24.com. Weiß jetzt nicht, kenne ich so jetzt nicht, aber in der Überschrift: Patriotischer Skandal in Dresden. Angebliche Patriotin Miriam Hopp kann Nationalhymne nicht und muss sie erst lernen. Gibt es das Video dazu, und dann heißt es weiter im Text: Man kann es ja fast nicht glauben. Das sind zurzeit 2 blonde Damen mit Bus auf Tour und wollen alle Deutschen über Corona und Freiheit und Demokratie aufklären. Die angebliche Superpatriotinnen können noch nicht mal den Text der deutschen Nationalhymne, beziehungsweise sie können es nicht von Anfang bis Ende durchsingen. Die eine redet sich heraus, dass bei der Kälte die Stimme schlecht ist, obwohl sie zuvor gut im Mikro reden konnte. Und der Gipfel der Krönung war die Patriotin Miriam Hopp, die das Lied aller Patrioten nicht singen konnte und der Text der Nationalhymne erst im Bus lernen will. Alle Zuschauer des Videos lachen sich kaputt über solche Unfähigkeit und das in der Hauptstadt des Widerstands. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Die Bustour, was eine schlechte Kopie von Schiffmann Eckert darstellt, ist nicht nur schlecht, sondern sogar grottenschlecht. Bevor es noch peinlicher wird, sollte Blamage-Tour sofort beendet werden, da eh zu viel um den heißen Brei geredet wird und wurde. Ihr könnt nach Hause fahren, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, falsche Versprechungen und alles ist tatsächlich nur eine einzige Lachnummer. Was mich ja immer wieder auf den Plan ruft, das ist ja das, dass der Ausdruck Patriotismus und Widerstand einfach missbraucht wird. Da gibt es allerdings jetzt die ersten Fortschritte, denn die Eva benennt es langsam aber sicher so, wie es ist, nämlich dass es kein Widerstand ist. Hört dazu rein, das war im Fulda. Es heißt immer Widerstand, Widerstand. Ich fühle das nicht so.
Ich fühle, Widerstand ist etwas, was mir, dieses Wort allein, das löst was aus, was mir überhaupt nicht gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ganz furchtbar, ein furchtbares Wort, Widerstand. Das ist so, so. Und was viel wichtiger ist, ist, wie gesagt, immer wieder, wofür sind wir? Ja? Und wir sind nicht im Widerstand. Wir sind das Team Liebe, das Team Freiheit, das Team Frieden und das Team Demokratie. Wir sind pro Menschheitsfamilie in allen Formen und Farben. Wir sind pro-muslimisch, pro-semitisch, pro alles. Ja, sie sind pro alles. Das versteht sich, wenn man weiß, dass die Eva Rosen, ich glaube, Bundessprecherin von der Partei Wir 2020 ist, von Bodo Schiffmanns Partei, wo ja, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, das Video von Kai aus Hannover auf BitChute hat das ja noch. Wo er das Parteibuch Wir 2020 unter die Lupe nimmt und eben dann feststellt, das ist Grüne 2.0, sie sind für Frühsexualisierung, sie sind für eine Weltregierung, sie sind für CO2-Steuer und, also eigentlich überhaupt kein Unterschied zu den Grünen. Dann erklärt sich auch das, dass man auf die Idee kommt, pro Islamismus zu sein und pro Semitismus. Obwohl es ja eigentlich dasselbe ist. Denn das muss man ja mal sagen, der Semitismus, das kommt ja von den drei Söhnen von Noah, von Sem, Ham und Japhet, die eben dann verschiedene Wege gegangen sind. Der eine nach Norden, der andere nach Süden, also Afrika. Und Sem ist eben da im arabischen Raum geblieben. Also sind eigentlich die Araber auch Semiten. Von daher, aber gut, bleiben wir im offiziellen Narrativ. Und wenn ich Juden, also Semiten in dem Fall, und Araber zusammensperren will, ist das vielleicht ein, ja, ein Gedanke, der einem Blondkopf mit blauen Augen durch den Kopf geht. Das ist aber ungefähr genauso, wie wenn man einen Löwen mit Schafe zusammensperren will. In der Theorie alles recht und schön, aber funktioniert nicht. Genauso ist es bei Islamismus und Juden, die hassen sich da. Da weiß man, worauf es rausläuft. Also sie ist für pro alles, ne? Nur nicht für Deutschland scheinbar. Also ich habe in dieser ganzen Querdenker-Sekte noch nie den Satz gehört, für das deutsche Vaterland oder für mein Vaterland oder für meine Nation. Es geht immer nur um, ja, wir sind pro alles, wir sind pro Homosexualität, wir sind pro Genderismus, wir sind pro Islamismus und so weiter und so fort. Ja, gut. Ich denke, dass es tatsächlich sich erübrigt, auch mal vielleicht ein Video zu dieser Booster zu machen, denn ja, wie dann schon in dem Artikel stand, das ist eine einzige Blamagetour und wie gesagt, Miriam hat ja auch schon das Handtuch geworfen und war so unbequem, naja, wie es aussieht. Gut, das soll es gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal.